Herzlich willkommen beim Seelenklopfen. Mein Name ist Sabine König, ich bin Heilpraktikerin für Psychotherapie und heute gibt es wieder ein neues Video zum Thema Depressionen mit Liebe überwinden. Und heute geht es um das Thema, gibt es eine depressive Persönlichkeit? Also gibt es Menschen, die aufgrund ihrer Persönlichkeitsstruktur dazu neigen, Depressionen zu entwickeln, weil sie vielleicht schon bestimmte typisch depressive Verhaltensweisen schon an den Tag legen, noch lange bevor sie krank sind. Und wenn man sich die Menschen anschaut, die schon sehr lange in der Depression sind und Schwierigkeiten haben, da wieder rauszukommen, dann stellt man gewisse Gemeinsamkeiten fest. Also diese Menschen, das sind häufig schon in der Kindheit, haben die in instabilen Elternhäusern gelebt. Das kann alles Mögliche gewesen sein, wenn die Eltern auch schon krank waren oder Alkoholiker oder immer Geldsorgen oder immer Beziehungsstress oder was auch immer. Also wenn ein Kind sich in seiner Kindheit permanent unsicher und bedroht gefühlt hat, wenn grundlegende Bedürfnisse zu wenig erfüllt worden sind über einen längeren Zeitraum, dann hat dieses Kind zu wenig Urvertrauen entwickelt und geht schon quasi ohne Basis ins Leben, ins Erwachsenenleben. Und häufig ist es so, dass diese Kinder als Überlebensmechanismus sich antrainiert haben, sich genau in die Gefühle und in die Bedürfnisse ihrer Eltern einzufühlen und deren Bedürfnisse zu erfüllen, anstatt ihre eigenen. Weil es für sie einfach sich sicherer angefühlt hat, dafür zu sorgen, dass es ihren Eltern gut geht, damit diese ihnen ein möglichst stabiles Elternhaus bieten können. Das Problem dabei ist, dass diese Menschen dabei zu wenig geübt haben, überhaupt ein Gefühl für sich selber zu kriegen, für ihre eigenen Bedürfnisse, für ihre eigenen Grenzen. Wenn zum Beispiel auch ständig über ihre Grenzen überschritten worden sind von Erwachsenen, dann kriegen sie kein Gespür dafür. Stattdessen trainieren sie immer nur, es anderen recht zu machen. In der Kindheit hat ihnen das möglicherweise das Überleben gesichert, aber diesen Mechanismus nehmen sie dann ja mit in ihr Erwachsenenleben und neigen dazu, ständig immer nur ein Leben für andere zu führen, immer nur dafür zu sorgen, dass es anderen gut geht. Und die können dann nicht Nein sagen, die helfen immer überall, sind aufopferungsvoll für andere da, nur eben nicht für sich selber. Weil sie es nicht gelernt haben, weil sie nicht gelernt haben, sich selber wichtig zu nehmen. Und solange uns das nicht bewusst wird, hängen wir in so einer Verhaltensschleife drin. Diese Menschen haben so wenig Urvertrauen und so viel grundlegende Verlustangst, dass sie permanent ängstlich sind, unsicher, eher so passiv. Also es sind keine selbstbewussten Macher, die mutig in die Welt hinausgehen, um sich zu entwickeln und die Welt zu entdecken, sondern es sind Menschen, die immer eher zögerlich abwarten, was das Leben ihnen bietet, um darauf zu reagieren, anstatt voranzugehen und zu agieren, weil sie einfach dieses Anpassungsverhalten geübt und gelernt und trainiert haben. Sie haben meistens sehr wenig Selbstwertgefühl, sind unglaublich perfektionistisch, weil sie eben Angst vor Ablehnung haben, wenn sie Fehler machen. Und sie haben wahnsinnig hohe Ansprüche an sich selber, die sie eigentlich überhaupt nicht erfüllen können und sind deswegen ständig enttäuscht von sich selber. Sie haben ganz, ganz viele Gefühle unterdrückt, weil wenn man sich vorstellt, man lebt ein Leben für andere, dann kommt man nie auf seine Kosten. Also immer nur die anderen dürfen glücklich sein. Und das führt ganz tief innen natürlich zu unglaublich viel Frust. Das ist ein unbefriedigendes Leben. Es führt auch zu Neid und zu Schuldzuweisungen. Aber solche Gefühle würde man sich niemals eingestehen, weil das würde ja wieder die Verlustangst hervorrufen, wenn man seine Gefühle anderen gegenüber äußern würde. Deswegen wird es alles schön unterdrückt, 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 Depression. Und man verleugnet und versteckt komplett seine eigene Wahrheit. Man hat gar kein Gespür dafür, für seine eigenen Gefühle und Bedürfnisse. Also Aggressionen traut man sich nicht nach außen zu richten, sondern sie werden nach innen genommen. Und wenn man über einen längeren Zeitraum so eine frustrierende Lebensweise hat, dann kann man irgendwann nicht mehr. Weil man tut permanent Dinge, die man eigentlich nicht will. Weil man macht es nicht für sich, sondern für andere.
um andere glücklich zu machen. Das ist das Muster, das Überlebensmuster, was man sich antrainiert hat. Und ich glaube, dass deswegen in der Depression die Menschen so eine Antriebslosigkeit haben, so eine tiefe, tiefe Erschöpfung, weil man selten bis nie irgendetwas tut, was so der eigenen Entwicklung dient. Man ist die ganze Zeit in so einem Überlebensmodus, bloß dafür zu sorgen, dass die Leute einen noch lieb haben. Oder andersrum, zu verhindern, dass einen irgendjemand nicht mehr lieb haben könnte. Das ist so das Grundlebensmuster. Das ist irrsinnig anstrengend. Und man hat überhaupt keine Kapazitäten dafür, mal eigenen langfristigen Lebensträumen nachzugehen, weil man ständig nur damit beschäftigt ist, sich um andere zu kümmern. Und daraus, aus so einem Verhalten, können dann irgendwann Depressionen entstehen. So, die Frage ist jetzt, wie kommt man da raus? Als allererstes möchte ich dir sagen, wenn du dich darin wiederfindest, dann mach dir keine Sorgen, man kann das überwinden. Jeder kann das überwinden. Ich bin das beste Beispiel dafür. Ich bin selber so aufgewachsen. Ich hatte ein, nicht ganz stabiles Elternhaus, sind ein paar Sachen schiefgelaufen, kann man so sagen. Und es ist trotzdem so, dass ich meine Depressionen überwunden habe. Und das kann jeder schaffen. Das erstmal als Punkt 1. Nicht, dass du jetzt denkst, ach, ich bin da leider betroffen, da ist ja leider nichts zu machen, das ist ja mein Grundcharakter. Nee, du musst nicht deinen Grundcharakter komplett ändern. Du musst nicht jemand anderes werden. Sondern einfach nur schauen, was habe ich für typische Verhaltensweisen, wo ich mich selber nicht wichtig genug nehme, wo ich nur auf andere schaue. Und das kannst du ändern. Ab heute bist du der wichtigste Mensch in deinem Leben. Nicht mehr die anderen, sondern du. Das heißt nicht, dass du die anderen vernachlässigst. Keine Sorge, du wirst jetzt nicht zu einem egoistischen Arschloch werden, sondern du darfst dich selber wichtig nehmen, auch wenn du dich vielleicht nicht wichtig fühlst oder so. Das bist du. Du bist ein wundervolles Wesen, genau wie alle anderen Menschen auch. In der Depression fühlt sich das nicht so an, ich weiß. Man fühlt sich eher so, als würde einen keiner vermissen. Aber fang an, dich selber respektvoll zu behandeln und übe und trainiere das, dich selbst zu lieben. Nimm dir Auszeiten nur für dich. Lerne es, Nein zu sagen. Das kann man lernen. Man kann das nämlich freundlich sagen. Freundlich aber bestimmt. Du, sorry, heute kann ich nicht. Ich bin erschöpft. Oder ich habe was anderes vor. Heute helfe ich nicht. Und dann wird man auch von anderen viel mehr respektiert. Das ist nämlich genau der Punkt. Wir wollen unbedingt lieb gehabt werden und deswegen machen wir alles für andere. Aber ist dir schon mal aufgefallen, wenn du ein Mensch bist, der ständig immer nur anderen hilft, dann wirst du nicht respektiert, sondern die Leute neigen eher dazu, dich auszunutzen. Die werden anfangen, dich zu respektieren, wenn du dich selber respektierst, deine Grenzen wahrst und auf deine eigenen Bedürfnisse achtest. Wenn du magst, wenn du gerne mit der Kopfakupressur mit mir arbeiten möchtest, das ist eine wunderbare Methode, mit der man an all diese Dinge rangehen kann, dann melde dich gerne bei mir. Vielleicht hast du auch andere Methoden, die dir helfen, aber ich kann dir nur sagen, langsam und bestimmt und Schritt für Schritt daran zu arbeiten, liebevoll mit sich zu sein, egal in welchem Stadium man gerade ist, das funktioniert. Gib dir Zeit, hab Geduld, hol dir Hilfe, ganz wichtig, und dann kommst du da wieder raus. Egal, was für eine depressive Persönlichkeit du vielleicht hast, auch depressive Persönlichkeiten müssen nicht depressiv sein, sondern man kann auch glücklich sein, wenn man ein instabiles Elternhaus hatte. Das geht. In diesem Sinne, für heute erstmal alles Gute und bis zum nächsten Mal. Tschüss!